Ja, ganz schön groß hier. Na komm, den gehen wir mal weiter. Irgendwie schade, dass man nicht da nicht mal runterkommt zum Dorf. Oder vielleicht hat sie auch was übersehen. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Nein, nein, wir brauchen Materialien, kein Elixier. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Und wir können im Nu sterben. Ach hier. Bald bevor wir das machen, ist aber nichts weiter hier, ne? Ihr süppelt mal schön. Eigentlich wollte ich bloß gucken, ob wir wieder zurückkommen. Oder ist jetzt hier... Na komm. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo. Du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Ja. Gegenangriff! Für die Ruhe. Schön, ist gut. Ich gebe auf. Für die Ruhe. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Ja, ja, die Unschuld. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Ja, ja. Wir laufen mal kurz zurück. Wer will jetzt laufen können? Nee, jetzt rennt er nicht. Ich will doch mal gucken, ob wir noch mal zurückkommen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Der Weg ist ja nicht groß, nicht weit. Sah ich jetzt mal so. Oder ist er doch ganz schön weit? Tut mir leid, liebe Zuschauer, aber das muss jetzt sein. Interessiert mich selber, ob wir da nochmal zurückkommen. Du lauf doch mal. Ist... Ne, hier laufst du gar nicht. Ne, wir kommen nicht weiter. Okay. Das ist vorbei. Okay, wir kommen nicht mehr. Das war ein Point of No Return. Okay. Ja, sie hat, da oben ist der Tempel. Da, wo wir hin wollen. Oder was das auch immer ist. Mal schauen. So. Kommen wir auch nirgendwo runter, dass vielleicht noch irgendwas ist hier. Nee. Geht nur bergauf. Es gibt keinen zurück, nur noch vorwärts. Können wir davon saufen? Nee. Warum war der jetzt gerade Feuer? Eine Glutasche? Hier, wir können gar nichts benutzen. Na tolle Wolle, tolle Wolle. Ah, ja. Aber... Salpeter, der alte Peter, so. Jo, alles in Ordnung. Kriegt TÜV, der war. Kommen wir da hoch? Nee. Aber hier ist ein Feuer, was wir vielleicht anzünden können. Später, ich weiß es nicht. Auf dem Rückweg. Weil oh Gott, na, wenn das jetzt... Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Hallo, Ziegen. Ja, das muss schon richtig Arbeit gekostet haben. Das sind so viele Amis hier. Hab keine Angst.
Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Oh. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu da, nah ran. Oder? Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Na, behalten wir im Hinterkopf. Dann gehen wir hier mal den Ziegenpfad. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Na. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Dann halt die Ohren zu. Dann gucken wir mal auf die Dramutal. Wie hieß er? Finn. Ziegenfahrt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Genau. Lass uns doch mal hier ein bisschen rumgucken. Rumschnüffeln. Wir machen einen auf Miss Marple. Oder Sherlock Holmes. Was ist hier? Kommen wir irgendwie lang? Nee. Nee. Ach Mann, ich will gern mich wirklich frei bewegen können. Das wäre cool. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane, ja. Tramontane, wo bist du? Da drinne. Ja, da, hallo. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen, als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Vielleicht bist du auch eine Ziege. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Klar. Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, oder irgendwie durch ein Fenster schießen. Schauen wir uns mal um hier. Dass wir irgendwo rüberklettern können. Hier ist ein Fenster. Die Tür ist da. Aber hier müssen wir, glaube ich, durchschießen, ne? Warte mal. Hä? Geht sie nicht ins Grüne, ne? Jetzt steht die Ella da mir vor der Füße. Ella. Geh mal weg. Scheint aber nicht zu gehen. An den Weg. Hier haben wir doch schon geguckt. Oh, hier ist eine Kiste. Mach mal auf. Ich will alle holen. Ich will alle holen. Alle holen. Ich will Materialien. Wo sollen wir denn bitte rüberkommen? Können wir Bengel nicht irgendwie rüberschmeißen über die Mauer? Vielleicht von hier? Nee, die kommen ja nicht durch. Und Tosnella steht uns immer im Weg. Also ich hätte ja gesagt, wir müssen durchs Fenster schießen, aber das scheint ja nicht zu gehen. Aber hier ist die flache Mauer. Bloß wenn wir weiter zurückgehen, umso tiefer gehen wir doch. Und da kommen wir nicht hin. Ja, wie sage ich mir so schön, vielleicht muss man ja runtergehen, um hochzukommen. Nee, der Grünzeug ist gesperrt. Ach man. Da geht's ja bloß wieder zurück. Tosnella, du hast echt keine Hilfe. Hier vielleicht? Ne. Nein, 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 nein.
Und da und dann irgendwie näher da rum. Aufschießen geht ja nicht, da ist ja nichts zum Aufschießen, ne? Auch wenn wir uns das hier ducken. Guck mal, da ist noch was drin. Warte mal. Nee, das geht nicht. Oh, ja, kleine Ziege. Ja. Wir schauen uns mal da hoch. Wir gehen mal da hoch, vielleicht von da oben irgendwie. So. Na los, gehen wir weiter. Aber Tramontane. Sie findet zurück, keine Sorge. Ziegen sind gute Kletterer. Das Heiligtum ist wichtiger. Nee, wir wollen die Ziege retten. Aber war ja auch nichts zum Aufschießen, ne? Mann, ist das... Die Ziege wollen wir retten. Wo können wir denn den Bengel hier hochschicken, durchschicken? Wird auch nichts angezeigt, ne? Hier unten vielleicht ist hier irgendwo ein Loch. Doch, da ist ein Loch. Sollen wir jetzt echt das Ding hier abfackeln? So, Torsneller, du stehst im Weg. Warte mal. Da können wir auch per Hand werfen, ne, oder? Guck mal, da wird es... Nee, wird das gelb oder ist das weiß? Plitsche, Platsche... Ab in der Matsche, so. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar, auf ihre Weise. Genau, so. So, jetzt haben wir nur drei Köpfe. Wenn nicht, spende sie wieder ein, oder? Keine Angst, du hast zwei starke Leibwächterinnen. Ja, und die eine geht uns immer auf den Sack, weil sie uns im Weg steht. So. Brenne nieder. Doch. Da ist ein Loch in der Wand. Ja. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Weil wir sind zu dick. So lustig. Nicht immer, schnell, aber... Schnell. Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Na, nicht wirklich, ne? Ach, verwerten. Ah, ja, dann habe ich verwerten gemacht. Okay, macht ja nichts. Wenn voll, dann voll, ne? So. Haben wir denn? Nein, 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 nein. Nie und nimmer das, bis wir da oben sind. Da so viel werden wir nicht finden, dass wir da noch irgendwas ausrüsten könnten. Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut, ah, Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja, los, dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld, sie entscheidet selbst. Oh, da ist eine... In deinem Traum kam keine Ziege vor, Erinnerung. Oder? Oh. Nein, aber ab jetzt... Ab jetzt vielleicht schon. Okay, da hätten wir noch eine, die wir finden können bis zum Ende. Die? Aber wir haben so viele vielleicht verpasst. Schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen?
Na, ich träume nicht gerne von Ziegen. So. Tramontane, kommst du raus oder? Ah, die kommt von alleine. Hä? Nee, da ist sie. Okay. Ach, die geht, die führt schon alleine nach Hause. So. Hugo merkt dir eins, ne? Tiere, die einen Lauf von sich geben, die können ich beißen gleichzeitig. Also. So. Auf, auf. Danke für die Opfergaben. Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat. Oh, schon gut. Sorgt dafür, dass es keinen Ärger gibt. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig, keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Ist da noch Wache? Nicht, dass wir Schwierigkeiten kriegen, dass wir da Kletter hoch. Außenrum sind, weil sieht so aus, als wenn die Wache da den letzten da hintreibt. So, kletter da hoch. Und hepp und hüpp und hupp. Trublump. So. Schleichen ist so angenehm, so ruhig. Vorsicht, es geht runter. Ja. Und wir kommen nicht mehr hoch, wenn sie das immer macht, ne? Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Vorsicht, ihr wohl gerne unter sich. Du hast eine Sperrzone betreten. Bleib unentdeckt und töte keinen Soldaten. Okay, wie soll kein töten? Terra reißt sich zusammen. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Es ist Prisma. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja. Du kannst Gegner ins hohe Gras locken. Halte, hä? Und zieh doch, hä? Und drücke. Ah, leck das mal. Es ist Prisma, bitteschön. Welches Prisma? Ich sehe gar kein Prisma. Ich bin hier, falls ich mit dem Prisma für Ablenkung sorgen soll.